Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Wir sind hier immer noch in Löwenstein, haben ja letztes Mal die Stadt erkundet, ein Teil davon zumindest, und werden in dieser Folge weitermachen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich hoffe ja, wir schaffen es. Ja, sonst werden wir hier wieder ewig dran sein. Also mal hopp hopp ab in die Startlöcher und loslegen. Da hinten ist noch ein Aussichtspunkt und eine Sehenswürdigkeit. Die will ich mir noch holen, sonst vergesse ich die noch. Ja, was können wir noch machen in der Session? Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich vielleicht etwas mit der mystischen Schmiede mache. Wenn sich das gerade gut trifft, ja, werden wir das machen. Seht ihr mal ein bisschen, wie das so funktioniert. Wenn ihr es natürlich nicht schon selber kennt, wovon ich jetzt größtenteils mal ausgehe. Aber es gibt natürlich auch die, die wissen es nicht. Und für die machen wir das doch das mal. Außerdem werde ich wahrscheinlich Wiederverwertungskits machen. Und die kann ich ja gut gebrauchen. Ach ja, wenn ihr es schon bemerkt habt, ich versuche hier kläglich hochzuhüpfen, um an den Aussichtspunkt zu gelangen. Ja, das funktioniert über diese Steinformationen hier. Irgendwie, wenn man es denn kann. Uff. Nicht noch runterfallen. Nein, nein, nein. So. Und geschafft. Wunderbar. Ah, eine große Höhle mit weiteren Steinformationen. Scheinbar eine Heimat von Skrit, wie es aussieht. Ja, mit vielen Truhen und Kisten und glänzigem, wie es Skrit eben so gefällt. So, und da hinten müsste auch noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit sein. Die decken wir natürlich auch noch auf, wenn wir schon hier sind. Ist ja komplett klar. Oh, hier sind auch jede Menge Kaufleute. Können wir gleich mal gucken, was die so haben. Was? So im Zynologen? Hä? Ah, das ist eine Sammlung. Okay. Flasche Feuerwasser und Blutwhisky. Nein, danke. Ich glaube nicht, dass das sonderlich gut tut, so einer armen kleinen Silvari. Und du bist ein stinknormaler Kaufmann. Alles klar. So. Oh, kann ich dich öffnen? Ihr braucht einen vollständigen Schlüssel, um diese Truhe zu öffnen. Wo kriege ich denn her? Weiß das jemand? Woher ich einen vollständigen Schlüssel für diese Kiste da bekomme? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ah, das ist für die Halle der Monumente. Das ist nur für Guild Wars 1 Spieler wirklich interessant. Solche wie mich, die es nicht gespielt haben, werden da drin nicht sonderlich viel vorfinden. Ich war da zwar schon drin, aber eben wie gesagt, das ist nur für Guild Wars 1 Spieler wirklich interessant, die da schon einige Erfolge freigeschaltet haben. Die können da drin einiges machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Unter anderem kriegen sie auch als Waldläufer besondere Pets. 3 Stück, glaube ich. Wenn es nicht mehr geworden sind mit der Erweiterung. Aber für uns ist das da nicht sonderlich interessant. Deswegen werde ich jetzt auch nicht noch dahin gehen. Oh, es ist halt eine Halle, eine ziemlich zerfallene. Und da ist halt nichts drin. Wirklich absolut nichts. Für uns. Würde mich doch mal interessieren, wie das aussieht für einen Spieler, der Guild Wars 1 bestritten hat. Aber verschwenden wir nicht weiter Gedanken daran. Wir haben weiter zu erkunden. Da unten ist die nächste Sehenswürdigkeit, die wir uns auch gleich mal krallen. Ja. Her damit. Immer nur her damit. Her mit der schönen EP. Und dann da oben. Ja, da oben ist eine weitere sehr interessante Sache. Da ist das Tor zu dem Tengu-Reich. Soviel ich weiß, das einzige Tor. Es ist kein wirkliches Tor, ne? Es ist halt einfach ein Stück der Mauer. Und auch hier stehen die Tengu schon bereit und bewachen ihr Reich. Also kein Durchkommen für uns. Ich bin ja gespannt, wenn sich die mal wirklich in Guild Wars 2 einfügen. Ich meine, es kann sein, dass das nie geschieht, wer weiß. Wäre aber ziemlich schade. Wäre schon ein Volk, was mich sehr interessieren würde. Nebst ein paar Speer und NPCs, die wichtig sind, haben die sich ja noch nicht groß eingemischt. Gibt es hier keinen Aussichtspunkt mehr? Nein, offenbar nicht. Ich
dachte, hier würde es einen Aussichtspunkt geben. Bin ich. Ach so, ist das jetzt der hier? Naja, kann sein. Okay, aber hier ist es trotzdem nicht schlecht. Da können wir nämlich schön ins Wasser runtergleiten. Oder fallen. Früher oder später. Richtung Sehenswürdigkeit mal fliegen. Ja. Ach, fliegen, gleiten, das ist doch schön. Ich mag es nach wie vor. Und schwupp, fertig ist die Gleiterenergie. Jetzt bin ich auch schon etwas zu weit. Das müsste irgendwo hier sein. Jawoll, da haben wir es auch schon. Karte, hilf mir. Wir holen uns, denke ich mal, besser die Sachen an Land. Ins Wasser können wir dann später wieder. So. Jetzt geht's zum Hafen von Löwenstein. Und der Hummer ist, glaube ich, eine Werft, ne? Werden Schiffe hergestellt. Wenn ich mich nicht täusche. Kann natürlich auch sein. Erstmal die Wegmarke. Und da ist ein weiterer Händler. Ich habe, was Sie brauchen. Mit normalem Zeugs. Nichts, was uns jetzt besonderes interessiert. Hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. Das ist auch ein Denkmal, das ziemlich beschädigt wurde. Ich weiß nicht genau wofür, aber ein Denkmal eben. Ihr werdet es sicher herausfinden, wenn ihr lange genug nachforscht. Und es sieht jetzt nicht nach einer Werft aus. Es ist, glaube ich, wirklich nur eine Art Handelsdock. Irgend sowas. Anliegestelle. Es ist einfach nur eine Anliegestelle. So wie es scheint. Gut, aber wir gucken mal, dass wir wieder ins Wasser kommen. Ah nein, der Aussichtspunkt da unten, der ist, glaube ich, wirklich auch unter Wasser. Sprich, der da hinten, der da mal war, hier oben, der wurde wahrscheinlich einfach gestrichen, wie es scheint. Oder ersetzt mit einem anderen irgendwo in Löwenstein. Wie gesagt, ich erkunde das hier ja jetzt zum ersten Mal. Ja, genau. In die Richtung geht's. Und da bin auch ich jetzt nicht mehr ganz so klar und mir bewusst, wo hier alles ist. Das hier ist, glaube ich, kein allzu veränderter Aussichtspunkt. Der ist immer noch einigermaßen an derselben Stelle. Hier unten ist es natürlich auch alles ziemlich durcheinander geraten durch den Bohrer, den Scarlett hier platziert hat. Ach, da müsstet ihr wirklich mal ein paar Videos auch aus YouTube rauskraulen, wenn ihr welche findet, die diese lebendige Geschichte behandeln. Das ist wirklich eine ganz nette kleine Story. War schon ganz beeindruckend, was da alles angestellt wurde. Aber ja. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das gerne machen. Ich habe leider zu spät mit dem Let's Play angefangen, um es noch aufzeichnen zu können. Aber sicher genug andere Let's Player haben das so gemacht, werden da unzählig erstellt haben, einige Videos und so weiter. War da unten nicht noch was? Nein. Da war früh. Och, jetzt haben wir eine Sehenswürdigkeit im Wasser vergessen. Ach, da springen wir dann von der Brücke da und holen uns die. Ist ja nicht so, dass wir plötzlich nicht mehr schwimmen können oder so. Ah, da hinten ist jetzt ein Leuchtturm, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. In Form einer weiteren Muschel. Ja, es ist doch so ein Muschel- oder Krebshaus oder wie auch immer. Ja, da musste man ewig weit hochlaufen. Wenn ich mich richtig entsinne. Tatsache, ich glaube, das hier habe ich tatsächlich schon mal geholt. Den Aussichtspunkt. Oh, die Karte leert sich. Dann wechseln wir doch mal die Ebene. Wenn es das Spiel schon gerne hat. Mir fällt gerade auf. Oh nein, ich habe die Uhr nicht mitlaufen lassen. Ich habe tatsächlich vergessen, die Uhr mitlaufen zu lassen. Sprich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ah, da war ich etwas übereifrig, aber wir machen das ganz einfach. Ich werde, denke ich mal, so um Punkt 2 die Folge beenden.
dann dürfte die Länge ungefähr stimmen. Vielleicht ist die Folge dann etwas lang, dann wird es eben eine Special-Löwenstein-Folge. Zu kurz dürfte es dann auf alle Fälle nicht werden. Mir ist es lieber, es ist etwas länger als etwas zu kurz. Dann werden wir, denke ich, auch die Stadt zu Ende erkunden können. Hier wird es langsam ein bisschen eng. Ah, die Taucherbrille von dem anderen Aussichtspunkt ist jetzt also hier. Okay, dann hat wohl wirklich einfach den Aussichtspunkt hier, der da ersetzt. Macht natürlich Sinn, wenn es hier schon so einen riesigen Leuchtturm hat. Das sieht ja strange aus. Aber egal, sehen wir es uns an. Hübsch sieht es ja aus, zweifellos. Sehr nett gemacht. Auch dieses Gebäude. Ich bin ja nach wie vor wirklich begeistert von einigen Architekturleistungen, die man hier vollbracht hat. Und wir benutzen. Oh. Wir benutzen die Taucherbrille doch gleich mal und machen ein paar Kunststückchen. Da ist sie weg. Naja, egal. Gleiten wir eben, springen wir nicht ganz runter. Wir müssen ja eh weiter in Richtung. Wir können uns ja jetzt die Sehenswürdigkeit holen. Die ist ja auf dem Weg wieder runter. Wir müssen ja eh dort irgendwie ans Ufer kommen, damit wir weiter erkunden können. Passt also alles super. Wie viel haben wir denn noch vor uns? 61% habe ich erst gemacht. Okay. Also wirklich noch ein kleines Stückchen, das wir bewältigen müssen. Aber wie gesagt, vielleicht wird es etwas länger, die Folge. Gut, okay, ist jetzt auch nicht das Spannendste, was wir hier machen. Aber meine Güte. Das muss man doch auch alles mal ein bisschen gesehen haben. Zum Beispiel dieses Quaggandorf hier. Ist doch hübsch. Ist doch schön. Mit den Pflanzen, den vielen Häusern. Kann man sogar rein. Ja. So sieht also ein Quaggan-Haus von innen aus. Mir würden die Möbel fehlen. Aber guck mal. Junge Quaggan. Kleine Qualquappen-Quaggan. Süß. Einfach nur putzig. Gut, wo gehen wir weiter? Gehen wir mal zum Fort Marinet. Das sind die ganzen Portale in die verschiedensten WVW-Karten und in den Rand der Nebel, ja auch. Aber war das die Fraktale der Nebel? Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Na los, lass mich hoch. Na, dann eben nicht hier. Gehen wir eben hier rüber. Da ist ja ein Sandstrand. Ein ganz hübscher. Wenn auch etwas klein. Aber man kann auch an kleinen Stränden baden. So ist das ja nicht. Oh, ich bin so froh um den Laufbuff. Und es graust mich schon wieder, wenn ich ihn nicht mehr habe. Den hat man ja nur in den Siedlungen, in den großen Städten. Und auch nur, wenn man die Beherrschung trainiert hat. Ja. Naja. Wir müssen es eben einfach akzeptieren, dass wir etwas langsamer sind. Und seht's euch an. Ist doch auch wirklich schön hier. Und da oben müsste ja jetzt auch genau der Riesenstachelrochen sein mit dem Schlund, in dem irgendein Portal drin ist. Kann ich ja mal gucken. Schlachtzuglobby, genau. Ist das Portal zur Schlachtzuglobby. Und wie gesagt, da habe ich auch noch nicht viel mit am Hut gehabt mit den Schlachtzügen. Da könnt ihr mich gerne beraten, wenn ihr mir ein Ge Bild davon geben wollt. Oder einige Tipps oder so. Ich betätige mich daran im Moment eigentlich auch nicht. Da fehlt mir eine Gilde, die groß genug ist. Die machen da zwar mit, aber halt mit anderen Gilden. Soviel ich weiß. Oder Organisationen. So. Wie kommt man denn jetzt an den Aussichtspunkt hier? Gute Frage. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also von da glaube ich weniger. Da sind wir jetzt etwas voreilig runtergeglitten. Ich glaube, das geht da hinten durch irgendwie.
muss immer ein bisschen auf Zeit achten, wie gesagt. Punkt möchte ich es dann gerne mal beenden, damit die Folge auch nicht allzu überlang wird. Ah, okay. Da hat früher noch ein Weg hochgeführt. Jetzt müssen wir scheinbar hier hochkraxeln. Das Gebäude, wo der Aussichtspunkt früher war, steht immer noch als eines der wenigen. Da hat jetzt hier auch nicht mehr wirklich einen Zweck, da nichts mehr hinführt. Ja, ihr seht's, sieht ziemlich verfallen aus. So, aber den Aussichtspunkt gönnen wir uns natürlich dennoch. Und es wird nochmal genauer gezeigt, wie dieses riesige Gebäude hier mit dem Schlachtzug darin aussieht. Ja, da hinten ist auch das Portal, der Aufzug, der in die Lobby hineinführt. Oh, und der Löwe. Symbolisch für Löwenstein natürlich. Oder Lion's Arch, wie es, glaube ich, im Englischen heißt. Korrigiert mich, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, das müsste schon stimmen. So, gehen wir weiter Richtung der Feste. Da haben wir noch einige Sehenswürdigkeiten, unter anderem auf der Brücke, die es noch aufzudecken gilt. Das nenne ich mal eine Kanone. Aber ohne Räder ist es immer so ein bisschen, verleiht ihnen zwar mehr Stabilität, aber sie sind natürlich nicht mobil. Hat alles Vor- und Nachteile. Och, jetzt bin ich an der Sehenswürdigkeit vorbeigelatscht. So wird das ja nie was. Nie und nimmer. Niemals, nimmer nicht. Entschuldigt. Oh, Wegmarke. Du auch noch, bitte. Da haben wir sie schon. Dann gehen wir nochmal auf die Brücke. Auch die wurde komplett rund erneuert. Die war ja mehr oder weniger zerstört gewesen, was ich da durch die ganzen Löcher in dieser Brücke gefallen bin. Das war ja auch nicht feierlich. So, ich hole mir noch diesen Aussichtspunkt da. Der blinkt mich gerade so penetrant an. Der bettelt nur darum, dass er erkundet wird. So, auch hier muss ich erstmal gucken, wie man da jetzt rankommt. Ich hoffe ja immer noch auf dieselbe Weise. Ach so, das war ein anderer. Oh. Okay. Ah, ich sehe schon. Da ist nicht geplant, dass man einfach so rüber springt. Da wird man hier, ja. Gerade noch so geschafft. Wie komme ich denn jetzt? Ja. Das ist ja auch großzügig, ja, die Fläche hier. Guck mal, ich kann schweben. Na, klasse. Das war ja super. Okay, Planänderung. Wir machen erstmal. Na toll, wie kommen wir hier jetzt wieder an Land? Ah, ich sehe schon. Hier drüben. Ganz einfach. Haha, man hat schon dran gedacht. Man hat schon dran gedacht, dass man hier wahrscheinlich schnell mal runterfällt. Ich versuche es jetzt doch mal mit rüberspringen. Das war jetzt, glaube ich, doch ein bisschen. Aber das reicht doch niemals. Pass auf, wir machen es anders. Oh, naja, gut. Springen wäre wirklich einfach die einfachste Version gewesen. So, auch das sehen wir uns noch an. Einfach springen, kleine Silvari. Oh, sie hat es auch so geschafft. Sie war deutlich geschickter als wir. Oh, herrlich, diese Gebäude. Ich finde es ja schon schön. Trotz der ganzen Kritik am neuen Löwenstein finde ich es durchaus hübsch. So, wir haben noch Zeit. Wir können uns gleich mal den nächsten Aussichtspunkt krallen. Der ist da drüben. Ich denke, da kommt man immer noch gleich hin, wenn ich mich nicht irre. Oh, sonst haben wir hier nichts in der Nähe. Ich muss immer gut gucken, dass ich nichts übersehe, weil ansonsten suche ich das am Schluss ewig lange. So, und jetzt, wie kommen wir wohl darüber? Wie? Wir könnten gleiten, ganz klar, aber das wäre ja langweilig. Deshalb sprechen wir diesen Asura hier an. Ihr habt dieses Funkeln in den Augen. Die Sorte kenne ich. Ihr wollt zu diesem Felsen dort, nicht wahr? Ja, unbedingt. Irgendwas sagt mir, ihr könnt mir dabei behilflich sein. Zufällig brauche ich gerade ein jemand Freiwilligen, um mein neues Gerät auszuprobieren. Also, was meint ihr? Wollt ihr dies einmal versuchen? Aber sicher. Ja, genau. Und schwupps, schon können wir darüber. Autsch.
sind auch übel aufs Gesicht geflogen, aber immerhin können wir jetzt weiter etwas betrachten. Und zwar ist das eine Art Festbühne. Und da kann man so einiges anstellen. Heiraten zum Beispiel. Haben tatsächlich schon einige gemacht. Sich ein bisschen gerollenspielt und eine Hochzeit vollführt. Geht natürlich auch anderes, Gildentreffen, Gildenfeste. Was euer Herz begehrt, lasst eurer Fantasie freien Lauf. So. Gut, wie mache ich das jetzt? Jetzt haben wir es ja schon beinahe, aber ich werde, denke ich, meinen geplanten Cut setzen und Löwenstein in der nächsten Folge zu Ende erkunden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber warum? Es ist ja jetzt wirklich nichts, was dagegen spricht. Na, das Portal führt auf eine andere Karte. Ja, genau, in die. Wie heißt es? Lornas Pass, in den Lornas Pass rüber, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, da könnten wir eigentlich auch schon hin. So. Die Wegmarke haben wir auch. Und zum Abschluss würde ich sagen, holen wir uns noch den Aussichtspunkt hier, wenn wir es denn hinkriegen. Aber das ist auch ziemlich offensichtlich. Bisher nicht wirklich so viele schwierige Aussichtspunkte, wie mir schien. Ein etwas urchiger Bau, aber ja, hat auch was für sich. So. Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich bei euch. Ja. Das passt, denke ich, ganz gut. Hier haben wir auch eine schöne Rundumsicht auf einen Teil von Löwenstein, der weniger bewohnt scheint. Ah, genau. Jetzt ist auch die Truhe wieder da. Es ist also Punkt 2. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.